Hast du mal eine Minute für mich? Ich bin Julian Bahr und ich darf als Sozialpädagoge im Checkpoint arbeiten und ich möchte dich heute ermutigen mit einem Bildnis. Und zwar dein Glaubensleben, mein Glaubensleben als ein Garten. Ich glaube, das Schönste am Gärtnern ist, dass man Dinge ausprobieren kann, dass man Fehler machen darf, dass man aus diesen Fehlern dann lernen darf und Dinge nächstes Mal anders macht. Ich mag es vor allen Dingen, dass Gärten so unterschiedlich sind. Sie sehen bunt und vielfältig aus und kein Garten ähnelt einem anderen. Vor allen Dingen habe ich in meinem Garten, ja, in meinem Glaubensgarten, habe ich Dinge, die bunt und wunderschön sind und die ich trotzdem nicht verstehe. Ich habe Dinge in meinem Glaubensgarten, die Frucht abwerfen, wo ich nicht weiß, wo diese Frucht hingehört oder geschweige denn, wo sie herkommt. Und so ist es, glaube ich, in unserem Glaubensleben oft, dass wir Früchte erleben, Dinge erleben, die wir nicht verstehen, nicht begreifen und trotzdem dürfen wir damit lernen, umzugehen, weil sie zu unserem Glaubensgarten, weil sie zu unserem Garten dazugehören. Und ich möchte dich ermutigen, das auszuhalten, wenn du nicht alles verstehst. Ich möchte dich darin ermutigen, neue Dinge anzupflanzen, wo du dir vielleicht Ableger von wem anders geholt hast, aus seinem Glaubensgarten und zu gucken, dass du deinen Garten nach den Wünschen Gottes gestaltest und vor allen Dingen so, dass er zu dir passt. Ein authentischer, wunderschöner Garten, der deinem Charakter entspricht und der deinem Gärtnerstil absolut authentisch ist.